Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ja, ich habe heute wenig Zeit auf der Messe gehabt, Videos zu drehen oder überhaupt ein Video zu drehen. Und da habe ich mir einfach gesagt, Mensch, dann lässt du das heute mal sehen. Aber ich habe mich jetzt, warte, ich sitze nämlich im Auto und fahre von der Messe Richtung Heimat. Ja, und da habe ich mir gesagt, also da gibt es ein paar Dinge, die einfach, die muss man einfach erzählen. Die muss man einfach erzählen, weil ich mich hier und da sehr aufgeregt habe heute. Ne, hört einfach mal zu, dauert auch nicht lange. Für die Leute, die sich ein Wohnmobil bestellen auf der Messe, das ist ja erstmal sehr erfreulich, dass man sich ein Wohnmobil bestellen kann auf der Messe und da auch vorher, ich sage es, bestimmt jede Menge Zeit investiert hat, um sich das Richtige zu kaufen. Ja? Und dann kommst du da an und möchtest das Wohnmobil bestellen, aber so wie du das haben möchtest, und das wird in der Regel nichts. Also da habe ich heute Geschichten gehört, da habe ich gesagt, nee, das darf doch alles ja nicht wahr sein. Ein Beispiel, wir sprechen über ein Luxuswohnmobil. Da ist ein bestimmter Typ, wenn ich den kaufe, ist diese Sattanlage oben drauf. So. Jetzt fahre ich aber schon 20 Jahre Wohnmobil und möchte die Sattanlage haben, die ich vorher hatte, weil ich da sowieso unheimlich mit zufrieden war. Oder eine, die der Guido mir aufgebaut hat. Oder. Ja, und dann sage ich zu dem Hersteller, ich möchte diese Sattanlage nicht, bitte tauschen Sie die gegen die Sattanlage aus. So, dann kriegst du die Antwort, nö, das geht nicht. Die bauen wir immer ein und ja, wackeln ein bisschen hier in Düsseldorf. Jetzt ist es aber so, dass dieser Hersteller dieser Sattantenne der gleiche Hersteller ist, ja, wie die Antenne, die der Kunde haben wollte. Also praktisch nur ein anderes Modell, aber von der gleichen Firma. Ey, da geht mir doch der Hut durch. Das ist doch, das gibt's doch gar nicht. Ja, wenn ich die Antenne bestelle, ja, und der Kunde will aber vom gleichen Hersteller eine andere, dann kann ich die doch bekommen. Wo ist denn das Problem? Ja, also ich weiß es nicht. Also das. Oder Batterien, habe ich heute gehört, ja. Kunde hat sich ein Wohnmobil bestellt, Hersteller ist auch scheißegal, hat sich ein Wohnmobil bestellt und hat gesagt, ich hätte gerne 300 Amperestunden Lithium. Ne? Das ist ja auch schon eine Nummer, die haben wir auch im Programm. Dann hat der Hersteller zu dem gesagt, nee, das geht nicht. Ne, die haben wir nicht. Dann hat der Hersteller zu dem gesagt, ja, das ist gar kein Problem. Wir haben die 100 Amperestunden Version im Programm. Da bauen wir dir drei Stück von ein, da haben wir Platz für, das ist ja kein Problem. So, da kam der Kunde anschließend zu mir, weil er bei mir eine Solaranlage bestellt hat und hat mir die Story erzählt und sage ich, wie, von dem gleichen Hersteller gibt es doch auch eine 300 Amperestunden Version, beziehungsweise auch eine 330er. Gleicher Hersteller, merkt er, immer wieder das gleiche Problem, ja? Nee, die bauen wir nicht, wir nehmen nur die 100, das machen wir schon ganz lange und da stellen wir dir drei. Also das ist schon ein Trauerspiel bei manchen, ja? Also grundsätzlich würde ich sagen, also die Geschichten habe ich heute zuhauf gehört, das war heute sowieso sehr anstrengend, ja? Wir haben jede Menge Aufträge geschrieben, warte, jetzt muss ich gucken, musst du dich immer wieder auf die andere Seite bewegen. Jede Menge Aufträge geschrieben, ist wirklich, der Zulauf auf unserem Stand ist gigantisch. Da wollte ich mich auch nochmal für bedanken. Ja, da muss man sich auch mal, da muss man nochmal Danke sagen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn ihr euch ein neues Auto bestellt, die Hälfte der Messe ist um, ja, und aber vielleicht überlegt der eine oder andere noch, also ich würde mir das nicht antun. Ganz ehrlich, das ist aber meine persönliche Meinung. Ja, wenn ich zu einem Hersteller gehe und sage, ich möchte gern das und das haben, dann gehe ich davon aus, dass er mir den Wunsch erfüllen kann. Ja, und nicht sagt, nee, das haben wir nicht im Programm oder dann musst du schon das nehmen, das haben wir im Programm. Ja, das kann man bei dem einen oder anderen Mal, kann man das vielleicht nachvollziehen, aber nicht, wenn ein Teil von der gleichen Firma lieferbar ist, ja, und der Hersteller der gleiche ist, aber ich möchte halt nur eine andere Antenne oder eine andere Batterie, dann kann ich das nicht mehr nachvollziehen. So, ich würde das so nicht machen, ich würde das so nicht akzeptieren, aber wie gesagt, das ist mein persönliches Ding. Ich kann euch nur raten, wenn ihr euch ein Wohnmobil bestellt, bestellt das relativ nackt. Ja, weil Sattantennen und Lithiumbatterien und Solaranlagen, ja, Solaranlagen ist auch so ein Thema. Kommt heute einer an, hat sich einen 3,5 Tonner bestellt. Ist freudig wie Sau. Ja, das war einer der schönsten Tage, die seit langem erlebt. Ja klar, ist ja logisch. Ja, das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass ich mir einen neuen Schrank kaufe oder
eine neue Sitzgarnitur oder ein Kanister oder wie sich was. Nee, die Leute haben sich ein neues Wohnmobil gekauft. Ein neues Wohnmobil haben die sich gekauft. Ja, das konnten die wahrscheinlich auch bezahlen, weil sie die Kohle verdient haben. So einfach ist das. Ja? Und dann hat er mir die Fotos gezeigt und sagte, ja, die Lithium-Batterie, habe ich gesagt, die nehme ich vom Guido. Ja, der hat ja auch so ein Angebot hier mit Batteriecomputer, das gefällt mir ganz gut. Hat aber die Solaranlage vergessen und hat ein Solarpaket. Da habe ich mir die Solarmodule oben auf dem Dach angedruckt, also auf dem Foto. Er hatte so ein Prospekt dabei. Also Leute, da könnt ihr viel falsch machen. Da nenne ich jetzt noch keinen Namen. Das ist doch alles... Die Messe hat ja ihre Berechtigung. Da ist ja nicht so, als wenn nur einer irgendwelches gutes Material hat. Aber meistens sind ja solche Solarpakete, das ist ja Billigware. Da wollen wir doch mal ehrlich sein. Ja? Der Mann kriegt, oder der Kunde kriegt ein neues Wohnmobil, kriegt dann ein Solarpaket verkauft. Und dann ist natürlich... Ja, Schrott will ich jetzt nicht sagen, aber... Mein Gott, wenn du das siehst manchmal, ja, das sind dann die du dann ein Jahr später, auf dem Hof stehen hast. So nach dem Motto, ich komme mit der Energie nicht klar. Ja, das ist ja im Prinzip unser tägliches Geschäft, aber vieles könnte man vorher weglassen, um dem Ärger direkt aus dem Weg zu gehen. Das wollte ich damit sagen. Kauft die Autos, kriegt einen bestimmten guten Preis, lasst das Zubehör weg und kommt anschließend zu uns. Das meine ich jetzt ernst. Das meine ich jetzt ernst. Nicht um das riesen Geschäft zu machen, ja, das läuft sowieso alles super bei uns, aber um euch jede Menge Mist zu ersparen, das ist einfach so. Ja, also wie ich das mit den Batterien gehört habe oder mit der Solaranlage, ja, und der eine hat ein Auto bestellt, musst du dir mal vorstellen, der hat ein Auto bestellt, da fehlt ein Schrank. Ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Ich sage, wie, da fehlt ein Schrank? Ja? Ja, den können die nächsten anderthalb Jahre nicht liefern. Der muss aber von dem Hersteller kommen, weil er genau da reinpasst. Das heißt, du kriegst das Auto ohne den Schrank und dann kriegst du das nachher nachgeliefert. Ich meine, wir leben schon in einer komischen Zeit. Ja, aber es gibt ja nichts, was man nicht dazulernen kann jeden Tag. Ne? Also Leute, kauft euch Wohnmobile, kauft euch Wohnwagen, gönnt euch alles, was geht, ja, aber bestellt möglichst wenig Zubehör. Macht aus meiner Sicht nicht immer Sinn. Manchmal schon, aber ganz oft nicht. So, das wollte ich euch als Botschaft mitgeben. Viele haben sich auch im Vorfeld informiert, haben bei uns unser Solarangebot bestellt, beziehungsweise unsere zwei Solarangebote bestellt, haben das Batteriesystem bestellt mit dem Messschrank, mit dem Batteriecomputer inklusive Montage zum gleichen Preis wie vorher. Das haben viele gemacht, aber vielleicht haben auch viele nicht zugehört oder konnten nicht zuhören. Und deswegen geht das hier und da auch in die Hose, weil man auch nicht viel davon versteht. Das ist immer das gleiche Problem. Also auch wenn er vorher eine Beratung braucht, bevor er ein Wohnmobil kauft, kein Problem. Komm auf den Messestand. Ich bin auch besonders in Halle 13, F83 bei Forster Batteries. Da stellen wir die komplette Lithium-Palette vor, inklusive GLS, TV-Lithium, Power-Batterie. Da kann ich euch kurz beraten, bevor ihr da irgendwas macht. Ja? Uneigennützig, das kann ich euch versprechen. Das ist so und das wird so bleiben. In dem Sinne, bleibt gesund, badet gut, esst was Gutes, trinkt was Gutes. Wir sehen uns auf der Messe. Euer Guido von GNS TV.